Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Sieh, der fängt gleich an. 15 Minuten haben wir noch. Aber ich wollte mir was zu essen kaufen, aber alle Bäcker, die Schlangen sind riesig. Ich laufe jetzt schnell zum Netto rüber. Hoffentlich schaffe ich das noch rechtzeitig, weil ich habe Hunger heute. So, Sieh, der hat angefangen. Beste Freunde kommen natürlich rein. Ich habe mir eine Brigitte gegönnt. Ich habe noch alles rechtzeitig geschafft. Grüße gehen raus an Yuki aus Berlin. So, alle Geschenke geöffnet. Die obligatorischen Grüße gehen raus. Sind ja nicht viele, weil die meisten sind zur Mewtwo-Rage-Stunde aufgestiegen. Yo, Fenris Wolf, Grüße gehen raus. Outback, yo, Grüße gehen raus. Echter Haki, na endlich, Mann, aus Nürnberg. Endlich, Digga. Ne Xinio, Alter. Krasser Gegnerspieler hier in München. Gelb. Spaß-Account, Grüße gehen raus. Und Gabi. Sie hat jetzt einfach 2 Wochen für 10k gewartet, für die 2. Stufe. Aber naja. Und Grüße gehen raus an Chris 2. Ja, das war's. Shiny Checks. Bam! Unser erster Shiny. Und die haben alle Wetterboost. Klingt eigentlich ziemlich gut. Und. Go, go, go. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen noch einen 100er. Noch ein Shiny, Leute. Ungefähr 1 Stunde vergangen. Kleines Update. Das ist mein 3. Das 2. habe ich euch nicht gezeigt. Stimmt, hier, gerade an diesem Spot hat jeder einen bekommen. Nicht immer denselben, aber jeder hat einen bekommen. Waren aber auch echt eine Menge hier gerade am Start. Der will nicht. Oh. Ich werfe aber trotzdem keine Berge. Mir egal. Vielleicht ist es mir doch nicht egal. Doch nicht egal, Leute. So. Doch nicht egal. Und gefangen. Denk dran, hier ist schon einer geflüchtet, Mann. Ja, das stimmt. Hier blenden wir den Link ein. So, 700. Gar nicht so schlecht. Die haben alle Wetterboost, das ist natürlich nice. 100er verpasst. Was heißt verpasst? Er ist an einem anderen Hotspot, alter Südfriedhof, 2 Minuten noch. Wobei, jeder der dort war, also nach 2 Minuten wurde er angezeigt. Also ich denke mal, jeder der dort war, hat ihn auch davor schon entdeckt. Also Glückwunsch an alle am alten Südfriedhof. Endlich mal wieder ein Shiny, Shiny Nummer 4. Marketingkosten hat er Werbekosten eingereicht und hat immer rund um die Uhr die Stoppen laufen lassen beim Anfang. Da hat immer die Menschen drauf in so einem Laden. Du bist ja eigentlich recht ruhig. Wir warten noch auf den 100er. Vielleicht ist es der hier. Oh. Die zwei knacken ja nicht. Ich habe voll viele hier. 7 Stück oder so. Voll überwillig. Passiert. So ist das Leben. Gott entscheidet, wo das Licht hinfällt. Hey, du hast hier extra in die Sonne gestellt. Ich habe mich weg von euch gestellt. Und. Schade. Was machst du? Noch ein Shiny heute. 3 Shinies innerhalb einer Minute oder so. Ich habe irgendein. Nee. Untertreib. Es war wahrscheinlich nicht meine Minute. Und. Eigentlich ist es egal, wie gut die sind. Ich hatte vorhin 2 hintereinander. Mhm. Boom. Und noch einer. 4. Relativ kurz hintereinander. Das war nicht mehr eine Minute, aber schon nicht schlecht. Jetzt habe ich 7, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Ich habe nur den Kommentar, wie es bei euch so lief. Wie viele Shiny habt ihr bekommen? Aber keiner davon. Irgendwie gut. Und noch einer hinterher? Ne, kleines Update, Leute. Mal endlich wieder ein Shiny. Gleich fängt die letzte Stunde an. Der 100er war noch nicht da. Leiden. Nur noch 1 Stunde Zeit für den 100er. Sonst müssen wir uns den ertauschen. Lucky 100er. Das ist natürlich nicht so wahrscheinlich ist. Mir fällt auf, also es gibt eine Quest für Knackleon. Wäre eigentlich gut gewesen, durch die Stadt rumzulaufen und eine Menge Quests zu machen. Weil aus der Quest ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Aber zu spät. Ich habe gerade gesagt, hier ist wieder die Shiny-Stelle. Und bam! Noch ein Shiny. Wir haben nur noch 40 Minuten. Der 100er ist noch nicht da, Leute. Aber den tauschen wir später.
Hoffentlich. Inshallah. So. Außer der ist einfach jetzt 100 Shiny. Ne, natürlich nicht. Shiny Check. Nein. Update, Leute. Eines der letzten Shinies wahrscheinlich. Viertel vor. Wir hatten jetzt gerade ein bisschen Stress, wo wir nicht wirklich zocken konnten. Arbeitsbedingt, aber egal. Den gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Das ist dann mein 8. oder 9. Ist okay. Ausbeute ist okay. Leider kein 100er. Es sei denn, in den letzten 15 Minuten kommt noch was. Oder der ist einfach 100 jetzt. So, der von vorhin war doch nicht der letzte. Sondern der hier. Und dazwischen habe ich auch noch angefangen. Also noch zwei gehabt. Innerhalb der letzten 2 Minuten oder so. 20% was? 9 Minuten haben wir noch, Leute, nicht aufgeben. Ich hab einen Shiny. Da können noch eine Menge Shiny kommen. Ja. Oh, das ist gar nicht so schlecht für einen Shiny. Wie viel hatte dein Shiny? 1089. Body. Yay, Shiny Buddies. Oh mein Gott, Leute, noch ein Shiny. Genau Punkt 14 Uhr. Oder eine Sekunde davor. Mir wurde gesagt, der Bug wurde behoben. Das ist ein Shiny. Weil normalerweise bei 14 Uhr Spawnwechsel. Mein knappestes Shiny. Tatsächlich. Schaut mal, Leute. Aufbewahrungslimit erreicht. Stellt euch vor, ich hätte den eine, also einen später gefangen, angeklickt. Dann hätte ich den nicht mehr bekommen. Das war genau der 2500. So, Seed ist vorbei. Ausbeute schauen wir uns gleich noch an. Ich habe gerade einen Glückstausch gemacht. Eins für die Sammlung einfach nur. Und dann noch mit ein paar Leuten getauscht für Interaktion. Das große Tauschen kommt noch. Ich gehe jetzt erstmal essen mit ein paar Leuten. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Irgendwas war noch. Fällt mir später wahrscheinlich wieder ein. Jetzt weiß ich es wieder. Sobald 14 Uhr ist, Event zu Ende ist, die Leute sind auf einmal weg. Ich habe noch Bock, immer ein paar Leute zu adden. Ein paar Leute adden für neue Freundschaften, aber die sind immer sofort weg. Und jedes Mal nehme ich es mir vor, vor dem C-Day zu fragen, aber vergesse ich jedes Mal, will dann nach dem C-Day fragen und die sind sofort weg. Ganzer Spot ist leer. So, die Zeit zum Entwickeln ist vorbei. Ich konnte nur meine Shiny entwickeln, ich konnte noch gar nicht tauschen. Ich habe schon 98er davor, lange Zeit davor entwickelt, aus der Quest damals. Ausbeute 13 Shiny, keinen guten, wie gesagt, noch kein getauscht. Das mache ich jetzt dann noch und dann, ausgehend von der Attacke, muss ich mir noch genau anschauen, habe ich noch gar nicht. Entwickle ich die dann vielleicht im Dezember, aber ja. Also allerletztes Fazit seht ihr dann heute Abend, wenn ich fertig getauscht habe. Auf dem Nachhauseweg. Noch ein Shiny Stall Junior. Richtig fett, 1000 irgendwas, Alter. So, schauen wir mal. Jetzt erstmal heim, das Video für euch machen und arbeiten. Alter, Panik heute. Echt Stress pur. Konnte auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nicht spielen, weil ich nebenbei beschäftigt war mit Arbeit. Denn heute ist Glory 69 Smolik vs. Abdallah. Endlich. Großer Kampf. Checkt ihn ab auf Grand Fighting. Und ab 0 Uhr auf ProSiebenMax oder so. Aber damit haben wir dann nichts mehr zu tun. Oh mein Gott. Arbeit ist eskaliert. Für alle, die den Kampf anschauen wollten. Smolik vs. Abdallah. Tut mir leid, ich konnte nichts dafür, Alter. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben eine Notfalllösung gefunden. Kampf beginnt in einer Stunde oder so. Werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Es sei denn, die Server schmieren wieder ab. Und apropos Server abschmieren. Was für eine krasse Überleitung. Der C-Day hat anscheinend bei vielen Probleme gemacht. Nicht viele Knackleon C-Day-Pokémon sind gespawnt. Ich muss sagen, am alten Nordfriedhof, ich habe nichts bemerkt. So alles wie normal. Dann komme ich nach Hause, sehe die Nachrichten, hey, irgendwie lief es bei dir so. Bei mir war leidend, keine Spawns, richtig tot, schlechtester C-Day ever. Auch Spieletrend hat irgendwas gepostet in seinem letzten Video und auf Twitter. Also anscheinend, ja keine Ahnung, waren die Spawns sich da wieder mal. War ja nicht das erste Mal so. Ihr hört, es eskaliert. Also vorhin im Sekundentakt kamen irgendwelche Nachrichten rein. Ignoriert das. Und zwar beim Bummel-C-Day. Und der wurde wiederholt. Problem ist,
der wurde wiederholt, das war irgendwann im Juli. Und da war das Alola-Event. Geile Alolas, die wild gespawnt sind. Alola Kukwai, dies, das. Ich hatte mich gefreut. Aber es kam auch die Wiederholung von Bummels Day. Und die Alolas waren dann verschwunden und überall waren nur noch Bummels. Das hat mich so bösartig gelangweilt. Das Alola-Event wurde sozusagen verkürzt für die Bummels, was halt vollkommen unnötig war. Deswegen, falls sie den Seeded nochmal wiederholen, hoffe ich nicht, dass die irgendein anderes Event dadurch stören. Das wäre natürlich leidend. Aber, was gut ist, noch eine Chance auf einen 100er. Ich habe noch nicht getauscht, dazu bin ich noch nicht gekommen. Das mache ich dann und dann die Ausbeute seht ihr dann im nächsten Video. Aber das wäre noch eine Chance auf einen 100er für mich. Es sei denn, ich ertausche mir irgendeinen Lucky 100er, was weiß ich. Vielleicht habe ich ja so viel Glück. Ihr wisst ja, momentan läuft es bei mir. Shinies, 100er, legendäre 100er, legendäre Shinies. Digga, bei mir läuft. Auf jeden Fall schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch so lief. Wie viele Shiny habt ihr gefangen und wie lief das Seeday? War er lined oder war er ganz normal? Weil, wie gesagt, am alten Nordfriedhof war ganz normal. Aber andere Teile von München haben berichtet, dass es schlecht lief. Was halt sehr, sehr komisch ist. Da lief schlecht, hier lief gut, keine Ahnung. Also alter Nordfriedhof war überhaupt nicht betroffen. Zumindest soweit ich das betrachten konnte. Murat hat auch geschrieben, war ganz normal, er hat seine 300, 400 Kreppli-Umfänge gemacht. Also keine Ahnung, was da los war. Aber ich denke, bei so vielen Beschwerden, sogar wenn Spieletrend sich beschwert, dann wird wahrscheinlich eine Wiederholung kommen. Also macht euch auf nochmal Kreppli-Umfänge gefasst. Das wird viele wahrscheinlich stören. Mich würde es freuen, weil, wie gesagt, ich habe noch keinen 100er. Aber das war's von mir alles unten in den Kommentaren. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anomies ab. Folgt mir auf Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Checkt Abdallah vs. Smallig ab. Heftiger Kampf, endlich. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.